Das nächste Thema ist ein außenpolitisches. Es beschäftigt sich mit den Sanktionen gegenüber Russland, die ja nicht nur von Deutschland ausgehen, sondern von den europäischen Partnerländern und namentlich auch von den Vereinigten Staaten. Hintergrund war ja die widerrechtliche Besetzung der ukrainischen Krim durch Russland. Da begann die Sanktion. Erster Redner in dieser Debatte ist jetzt Andrei Hunko für die Linksfraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, vor wenigen Tagen haben die ostdeutschen Ministerpräsidenten getagt und eine Erklärung verabschiedet, dass sie einen Einstieg zum Ausstieg aus den Sanktionen gegen Russland wollen. Ein neuer Ansatz sei nötig. Die Perspektive liege nur im Miteinander. Und wir sagen ganz klar, das ist eine richtige Erklärung. Wir unterstützen das ganz klar von der Linken. Und wir sagen das nicht nur aus den Überlegungen, die durchaus berechtigt sind, dass die Sanktionen gegen Russland der wirtschaftlichen Entwicklung massiv schaden, sowohl in Deutschland als auch in Russland. Wir sagen das auch aus grundsätzlichen Überlegungen. Und das war einer der Gründe, warum wir als einzige Fraktion hier im Bundestag von Anfang an gegen diese Sanktionen waren, gegen die Wirtschaftssanktionen, weil sie nämlich immer die Zivilbevölkerung treffen und weil sie die Kooperation behindern und jetzt in einer Konstruktion angelegt sind, die einen Ausstieg relativ schwierig macht. Wir haben vorhin die Debatte gehabt zum Umgang mit dem völkerrechtswidrigen Einmarsch der Türkei im nordsyrischen Afrin. Und wir haben hier nicht Wirtschaftssanktionen gefordert, weil das der falsche Ansatz auch hier wäre. Wir fordern hier, dass ein Ende der Rüstungslieferungen an die Türkei, aber eben keine Wirtschaftssanktionen. Das ist ein grundsätzlich falscher Ansatz. Aber es gibt auch einen konkreten Punkt. Die jetzigen Wirtschaftssanktionen werden verknüpft mit der Umsetzung der Minsk-II-Vereinbarung. Die Minsk-II-Vereinbarung, die wir unterstützen, sind Vereinbarungen zwischen der ukrainischen Seite und den Separatisten im Osten des Landes, die wiederum von Russland unterstützt werden. Es gibt aber nur eine Kopplung, eine Sanktionskopplung an einen Konfliktpartner, obwohl es zwei Konfliktparteien gibt. Und es gibt keinen Druck auch auf die ukrainische Seite, die durchaus auch Konfliktpartner ist. Das geben ja auch die OSZE-Berichte aus der Region immer wieder. Keinen Druck, sozusagen ihren Anteil zu erfüllen. Und das führt sogar dazu, dass es kein Interesse bei einigen Kräften in der Ukraine gibt an der Umsetzung, weil sie sozusagen diese Wirtschaftssanktionen weiter vollführen wollen gegen Russland. Und wir halten diese Konstruktion für völlig falsch. Da muss dringend ausgestiegen werden. Das auch vor dem Hintergrund, dass gegenwärtig im ukrainischen Parlament ein Gesetz diskutiert wird, das explizit als Alternative zu Minsk II dort diskutiert wird, das dem Präsidenten die Möglichkeit gibt, das Militär in allen Regionen des Landes im Inneren einzusetzen. Die Opposition läuft dagegen Sturm, und es wird sozusagen Minsk II ersetzen oder soll Minsk II ersetzen. Und wir lehnen das ganz, ganz deutlich ab und erwarten, dass auch von der Bundesregierung entsprechende Signale kommen. Meine Damen und Herren, wir haben letzte Woche die EDC-Verträge gefeiert, die Aussöhnung mit Frankreich. Wir unterstützen diese LSE-Verträge oder haben das unterstützt, 55 Jahre. Leider hat es eine solche Aussöhnung mit dem anderen großen historischen Gegner Deutschlands in zwei Weltkriegen nicht gegeben mit Russland. Wir wünschen uns sehr, dass es eine solche Aussöhnung gibt. Wir haben morgen den 75. Jahrestag der Kapitulation der Wehrmacht in Stalingrad. Teil unserer Fraktion ist der Einladung des Bürgermeisters in Wolgograd gefolgt. Wir finden das richtig, daran zu erinnern. Wir bedauern das außerordentlich, dass die Bundesregierung hier nicht bereit ist, entsprechende Gedenkveranstaltungen zu machen. Frieden in Europa wird es nur mit Russland geben. Wir wollen keinen neuen Kalten Krieg. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Kollege Hunko. Das war die Rede von André Hunko, der sich hier ganz deutlich ausgesprochen hat für ein Ende der Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Wollen wir mal sehen, wie allein er hier im Bundestag mit seiner Fraktion steht. Elisabeth Motschmann für die CDU-CSU-Fraktion ist die nächste Rednerin. Entspannung mit Russland, keine Verlängerung der Sanktionen mit Russland ist die Überschrift Ihres Antrags. Überraschend ist das nicht. Wieder einmal zeigt sich ein verklärter Blick der Linken auf Russland. Wieder einmal nutzen Sie ein so ernstes Thema zur Schärfung Ihres Parteiprofils. Die CDU-CSU wird dem Antrag nicht zustimmen, weil wir der Verlängerung, weil wir denken, dass die Sanktionen verlängert bleiben müssen. Warum? In Ihrem Antrag findet sich kein einziges kritisches Wort, auch übrigens in Ihrer Rede nicht, weder zur völkerrechtswidrigen Annexion der Krim durch Russland noch zu den kriegerischen Handlungen in der Ostukraine im Donbass. Täglich sterben Menschen immer noch dort. Und insofern verwundert es schon, dass Sie das einfach mal verschweigen. Sie gehen zur Tagesordnung über, schwamm drüber. Das kann und darf unsere Haltung in dieser Frage nicht sein, meine Damen und Herren. Russland trägt die Hauptverantwortung für diesen Konflikt, der viele Todesopfer gefordert hat und auch noch fordert. Soll Deutschland, soll Europa tatenlos zusehen, wie Russland Grenzen verschiebt und die territoriale Integrität der Ukraine ignoriert? Ist Ihnen eigentlich bewusst, was dazu die baltischen Staaten, Polen oder andere ehemaligen Sowjetrepubliken sagen würden? Kennen Sie überhaupt die Sorgen dieser Länder, die befürchten, dass ihnen ein ähnliches Schicksal drohen könnte wie der Ukraine? Wirtschaftssanktionen sind das einzige probate Mittel neben der Diplomatie, eine klare rote Linie gegenüber der Expansionspolitik Russlands zu ziehen. In Ihrem Antrag bezeichnen Sie die Wirtschaftssanktionen als ökonomisch nicht sinnvoll. Zitat. Seit wann sind Ihnen eigentlich wirtschaftliche Interessen so wichtig? Das steht im Widerspruch zu allem, was ich bisher von Ihnen gehört habe. Übrigens würde Leo Tolstoi dazu sagen, im Widerspruch zur eigenen Vernunft zu leben, ist der unerträglichste aller Zustände. Wir stellen die wirtschaftlichen Interessen nicht über das Völkerrecht und die Werte, die Freiheitswerte, die uns so wichtig sind. Wir stellen, ich könnte es auch so ein bisschen salopp formulieren, wir stellen das Kapital nicht über die Moral. Und mich wundert, dass Sie das tun. Mit welchen Instrumenten sollen wir denn sonst reagieren? Doch nur mit der Diplomatie, doch ganz sicher nicht, kann es keine militärischen Lösungen geben. Und insofern hat Russland es selbst in der Hand, die Sanktionen zu beenden. Russland müsste bereit sein, die Minimalforderungen des Minsker Abkommens einzuhalten. Gar nicht so schwer. Warum tun die das nicht? Warum fordern sie nicht ihre Freunde auf, das zu tun? Immer wieder erwähnen sie übrigens die historische Verantwortung gegen Russland, auch in ihrem Antrag. Wir haben aber auch eine historische Verantwortung gegenüber der Ukraine. Haben sie das vergessen? Haben sie die Toten vergessen, die dort im letzten Weltkrieg waren? Es waren Millionen. Und deshalb wundert mich, dass Sie immer nur auf Russland blicken und nicht auch das Problem Ukraine sehen. Was dennoch natürlich passieren muss zur Verbesserung der Beziehungen zu Russland,
sind natürlich alle diplomatischen Möglichkeiten müssen ausgeschöpft werden. Herr Präsident, ich bin sofort am Ende. Alle Kontakte und Gespräche müssen selbstverständlich auch geführt werden. Und schließlich muss auch der von mir immer wieder eingeforderte Kultur-, Jugend- und Studentenaustausch weiter ausgebaut werden. Das halte ich für ein ganz wichtiges Instrument, fehlt in Ihrem Antrag. Abschließend plädiere ich im Namen meiner Fraktion für die Beibehaltung der Sanktionen. Und noch einmal, ich habe es heute mit Tolstoi, russische Seele, er sagt, alles nimmt ein gutes Ende für den, der warten kann. Wir warten auf die Einhaltung von Minsk. Vielen Dank. Elisabeth Motschmann mit zweimaligen Tolstoi-Zitaten. Die Union, meine Damen und Herren, das stand zu erwarten, ist gegen die Aufhebung der Sanktionen gegenüber Russland. Insofern hat sie sich hier in einen klaren Gegensatz gebracht zu der beantragenden Linksfraktion. Weiter geht es mit Nils Schmid für die SPD. Ja, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Linkspartei fordert zum wiederholten Male die Aufhebung der Sanktionen gegen Russland. Die Kadenz nimmt zu. Erster Antrag November 14, nächster Antrag Februar 17 und jetzt November 17. Also wir können uns dann darauf einstellen, dass es im Halbjahresrhythmus kommt. Ich glaube, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Linksfraktion, Sie machen es sich zu einfach. Niemand in diesem Hause will einen neuen Kalten Krieg. Und alle, die wir hier versammelt sind, und ich nehme auch an, das gilt für die AfD, wissen um die historische Verantwortung Deutschlands und wissen um die historische Bedeutung der Befreiung Deutschlands von der nationalsozialistischen Diktatur und auch von dem wichtigen Beitrag, den die Sowjetunion dabei geleistet hat. Aber was nicht geht, ist, dass man einfach das russische Narrativ übernimmt in der Argumentation in diesem Hause. Denn gerade gute Freunde und Partner plappern nicht einfach nach, was der andere sagt, sondern sie bringen ihre eigenen Werte, Überzeugungen, ja auch Interessen ein. Ja, wir argumentieren, streiten mit unseren Partnern, tauschen Argumente aus, nehmen auch die Argumente der russischen Seite ernst und wir nehmen zur Kenntnis, dass die Narrative über die letzten 25 Jahre von russischer Seite auf der einen Seite und von europäischer Seite, von westlicher Seite auf der anderen Seite deutlich auseinanderlaufen. Und es war nicht zuletzt Gernot Erler, der in diesem Hause darauf hingewiesen hat, dass aus westlicher Sicht es sozusagen eine Geschichte einer verfehlten Partnerschaft und einer verfehlten gemeinsamen Wertegemeinschaft ist und aus russischer Sicht eine Einkreisung und eine Nichtberücksichtigung russischer Interessen in den letzten 25 Jahren zu verzeichnen sind. Und diese Narrative zu benennen, wahrzunehmen, ist richtig, aber man sollte nicht einseitig den einen Narrativ übernehmen, sondern sollte sich darum bemühen, diese Narrative durch möglichst viele Kanäle des Dialoges, auch durch die Definition von Zusammenarbeit in einzelnen Feldern zu überwinden. Aber das setzt voraus, dass man erstmal ein paar Vorklärungen in eigener Sache von europäischer und deutscher Seite nennt. Die erste Vorklärung ist, die Annexion der Krim ist völkerrechtswidrig. Und der Krieg im Donbass muss beendet werden und der russische Beitrag dort muss beendet werden. Genauso wie der Beitrag der Separatisten und auch Provokationen von ukrainischer Seite. Der zweite Punkt, und das ist hart einzugestehen für uns, das ist, dass die regierungsamtliche Politik in Russland nicht auf die Annäherung zum Westen setzt. Wenn man die regierungsamtliche Politik der letzten Jahre ernst nimmt, dann definiert sich Russland als Nicht-Westen oder manchmal sogar als Antithese zum gesellschaftlichen, demokratischen Ordnungsmodell. Das heißt, die Selbstverständlichkeit, dass alles auf eine Konvergenz
westlicher Werte in der Beziehung zu Russland hinausläuft, ist nicht mehr gegeben. Das müssen wir uns eingestehen. Das heißt nicht, dass wir Russland aufgeben und dass wir insbesondere nicht die Kräfte aufgeben, die in Russland nach wie vor für Demokratie und Menschenrechte streiten. Aber wir können nicht davon ausgehen, dass, wie wir 89, 90 und lange Zeit auch in den 90er Jahren gedacht haben, das quasi automatisch alles in eine Gemeinsamkeit westlicher Werte endet. Dritte Vorklärung, Regelverletzungen der Nachkriegsordnung, der Ordnung der KSZE, der Ordnung der OSZE, der Ordnung der Charta von Paris dürfen wir nicht tolerieren. Wenn das in Europa einreißt, dann ist Frieden und Stabilität gefährdet. Und letzte Vorklärung, die uns auch in diesem Hause einen sollte, ich glaube zumindest in der Mitte, in der breiten Mitte dieses Hauses eint, ist, deutsches Handeln muss eingebettet sein in das Handeln der EU. Und nicht umsonst sind es keine deutschen Sanktionen, über die wir heute diskutieren, sondern EU-Sanktionen. Und wir werden unsere Beziehungen zu Russland immer nur definieren im Geleitzug der EU. Das schließt nicht aus, dass wir Initiativen innerhalb der EU ergreifen, aber wir werden nicht ohne die EU handeln und insbesondere werden wir nicht über die Köpfe unserer osteuropäischen Partner hinweg handeln können. Zu den Sanktionen. Also erstmal, sie wirken. Sie wirken, das kann man bedauern oder nicht, aber sie wirken und sie sind besser als nur wortlos und tatenlos Völkerrechtsbrüche und den Bruch der Charta von Paris hinzunehmen. Trotzdem hat die Bundesregierung und hat insbesondere Bundesaußenminister Gabriel mehrfach deutlich gemacht, dass natürlich ein Abbau von Sanktionen denkbar ist, geknüpft an die Einhaltung des Abkommens von Minsk. Und er hat auch noch mal sehr deutlich gemacht, dass sogar nicht die hundertprozentige Einhaltung von Minsk Voraussetzung für einen Einstieg in den Abbau der Sanktionen sein muss, sondern dass wir beides quasi parallel schrittweise laufen lassen können, also schrittweiser Abbau der Sanktionen gegen schrittweise Implementierung des Minsk-Abkommens. Und wenn man so die letzten Entwicklungen sich anschaut, bin ich etwas hoffnungsvoller als vielleicht noch vor einem halben Jahr, dass es uns gelingen kann, auf diesem Weg voranzukommen. Aber die Kopplung der Sanktionen an die Einhaltung des Abkommens von Minsk ist auch für die SPD nicht verhandelbar. Und lasst uns mal Bilanz ziehen im Sommer, wenn die nächste Verlängerung der Sanktionen ansteht. Wir haben eine spannende Debatte über eine UN-Blauhelm-Mission, die wir sehr begrüßen würden, wenn sie nicht nur an der Kontaktlinie, sondern auch über das gesamte Konfliktgebiet und an der ukrainisch-russischen Grenze stationiert werden könnte. Zuletzt war zu lesen, dass die Herren Volker und Surkow eine schrittweise Stationierung von einer Blauhelm-Mission im Konfliktgebiet sich vorstellen könnten. Also auch da eine schrittweise Vorgehensweise im Gegenzug zur schrittweisen Implementierung der politischen Punkte des Minsk-Abkommens. Sie sehen, es gibt da viele Spielräume, auch in dieser verfahrenen Lage in der Ostukraine zu einem sinnvollen Ausgleich zu kommen, unter Beachtung dessen, was wir gemeinsam in Minsk vereinbart haben. Und schließlich nehme ich gerne den Punkt auf, den Sie von der linken Fraktion angemahnt haben, nämlich die Bedeutung des NATO-Russlandsrats. In der Tat, die SPD war immer der Auffassung, dass der NATO-Russlandrat das richtige Forum ist, um auch sicherheitspolitische Debatten und sicherheitspolitischen Interessenausgleich zwischen Russland und der NATO zu führen. Und deshalb spricht überhaupt nichts dagegen, den NATO-Russlandrat häufiger tagen zu lassen und auch wieder höherrangig tagen zu lassen. Das wäre sicher ein Schritt hin, um gemeinsam Dinge zu besprechen zwischen Russland und der NATO, Russland und Deutschland. Also machen Sie es sich nicht so einfach. Man kann nicht einfach, wie Charles de Gaulle mal gesagt hat, wie ein Zicklein auf den Stuhl springen und immer Freundschaft mit Russland rufen. Die Realität ist nicht ganz so einfach und in dieser Realität will die SPD Fortschritte erzielen. Vielen Dank. Nils Schmidt war das für die SPD-Fraktion. Auch er eindeutig ein Gegner gegen den Antrag der Linksfraktion auf Beendigung der Russland-Sanktion. Weiter geht es jetzt mit Armin Paul Hampel für die AfD-Fraktion. Herr Präsident, verehrte Kollegen, liebe Gäste im Deutschen Bundestag.
Knapp 90 Milliarden Euro, so rechnet der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft vor, hat uns in 2014, 15, 16 die Sanktionspolitik gekostet. Aber jetzt kommt's. Eine der führenden Ratingagenturen, Moody's, hat vergangene Woche berichtet, dass sie die Bewertung Russlands anheben werden. Sie hat die Zukunftsaussichten Russlands in der Wirtschaft auf positiv gestellt und das vor dem Hintergrund, dass sich der Öl- und Gaspreis in den letzten Jahren halbiert hat und das Land trotzdem auf Wachstumskurs ist. Damit, meine Damen und Herren, mit diesen Zahlen und Fakten ist die Sanktionspolitik des Westens und der Bundesrepublik Deutschland gescheitert. Ende. Das ist die klare Botschaft, das sind die Fakten. Und das ist der Zwischenstand einer seit Jahrzehnten verfehlten Russlandpolitik. In den 90er Jahren haben wir es zugelassen, dass eine Finanzmafia das Vermögen Russlands ausgebeutet hat, keinen Mittelstand entwickelt hat. Ich habe da oben als Parlamentskorrespondent der ARD gesessen, als Wladimir Putin 2001 ihn eine Rede gehalten hat und beide Hände nach Deutschland ausgestreckt hat. Ich habe auch, meine Herren von der Union, von der FDP, ihre geringschätzige Reaktion damals wahrgenommen. Sie haben dann eine Erweiterung der NATO nach Osten gefördert und ihr zugestimmt in einem Maße, dass natürlich Russland irritiert sein musste. Es ging ja immer weiter. Wir haben damals darüber verhandelt, ob das Gebiet der DDR zur NATO gehört. Und plötzlich marschieren sie Richtung Ukraine. Und sie verheimlichen der Bevölkerung in Deutschland, dem deutschen Volk, um es klar zu sagen, dass wir in dem Assoziierungsabkommen mit der Ukraine ja eine militärische Präambel drin hatten, die eine weitere enge Zusammenarbeit der Ukraine mit dem Westen im Sinne hatte. Und dann wundern Sie sich oder haben sich gewundert, dass der russische Bär reagiert. Nein, das war eine Einmischung in die russischen Sphären, in ihre Interessensgebiete, wie wir es hätten nicht zulassen dürfen, meine Damen und Herren. Und dann muss es auch die deutsch-amerikanische Beziehung aushalten, dass wir leben ja in einer multipolaren Welt und Frau Merkel hat ja inzwischen auch erkannt, dass wir nicht immer amerikanischer Meinung sein müssen, dass es vielleicht Interessensgegensätze zwischen Europa und den Amerikanern in dieser Weise gibt, wenn ein amerikanischer Präsident, in diesem Fall Herr Obama, von Russland als Mittelmacht spricht. Dann ist das ein Schlag ins Gesicht Moskaus, meine Damen und Herren, und das zeigt die Geringschätzung der Amerikaner gegenüber der großen russischen Nation. Dann kann das nicht im Interesse Europas sein. Die haben eine Badewanne von über 4000 nautischen Meilen zwischen sich. Das sind unsere unmittelbaren Nachbarn. Da muss es im deutschen und im europäischen Interesse sein, einen Ausgleich und einen Frieden mit Russland zu schaffen. Und den werden wir nicht durch Sanktionen erreichen. Machen wir also unseren amerikanischen Freunden klar, dass wir im deutschen und im europäischen Interesse eine andere Politik mit Russland machen wollen. Übrigens, bei der SPD müsst ihr mir sofort zustimmen, denn Herr Bahr und Herr Brandt haben ja nicht von einer Politik Wandel durch Sanktionen gesprochen, das wäre mir völlig neu, sondern Wandel durch Annäherung. Sind wir gut beraten, auf diesem alten sozialdemokratischen Kurs zu bleiben. Machen wir, meine Damen und Herren, Realpolitik im deutschen und im europäischen Interesse, behandeln wir Russland auf Augenhöhe, mit Respekt und Anerkennung, wie es das russische Volk, nicht nur Herr Putin, das russische Volk, um bei der Gold zu bleiben, ja, das große russische Volk verdient. Beenden wir diese Sanktionen. Ich höre aus der FDP einige Stimmen, die auch damit unzufrieden sind. Dann lassen Sie uns vielleicht gemeinsam, meine Herren Liberalen, auch diesmal einen linken Antrag, der nicht aus unserer Argumentation kommt, unterstützen. Und lassen Sie uns die Sanktionen schleunigst beenden, zum Wohle und zum Frieden Europas, zum Wohle unseres Landes und auch zum Wohle der großen russischen Nation. Dankeschön. Ja, das war Armin Paul Hampel für die Linksfraktion. Dreimal hat er von der großen russischen Nation gesprochen. Und interessant ist schon, wie sich hier die Rechte und die Linke an dieser Stelle die Hand geben. Wollen wir sehen, wie sich die FDP verhält. Alexander Graf Lambsdorff ist der nächste Redner. Ich habe mir den Antrag der Linksfraktion sehr genau durchgelesen, denn wir sind für die Entspannung mit Russland. Und wir wünschen uns eine Beziehung, in der wir im Verhältnis zu Russland keine Sanktionen brauchen. Ich habe mir dann mal angeschaut, was da so drin steht an Text. Erstmal geben Sie dem Westen insgesamt eine schwere Mitschuld
an der Situation in der Krim, in der Ostukraine. Und die Voraussetzungen für die Aufhebung der Sanktionen, die Sie definieren, ist die Erfüllung von Verpflichtungen durch die Aufständischen und die Ukraine. Und jetzt kommt's, dass die Bundesregierung dem, ich zitiere, Narrativ entgegentreten möge, Russland sei Urheber der Krise. Narrativ. Narrativ, das klingt wie Fiktion. Das ist, als ob es da gar keine russische Rolle gäbe. Haben Sie eigentlich den Film Putin gesehen, den Film Der Weg in die Heimat? Dort wird minutiös dokumentiert, wie über ein Jahr in Moskau geplant wurde, die Annexion der Krim vorzubereiten und durchzuführen. Das ist kein Narrativ, das ist Realität, Herr Hunko. Und dann ist es noch nicht mal ein halbes Jahr her, dass in Amsterdam ein Denkmal für die 298 Toten des Fluges MH17 eingeweiht wurde. 298 Tote, die sind von einer Bucklerfette aus abgeschossen worden, vom Territorium dieser sogenannten Volksrepubliken. Und diese Lafette ist aus Rostov-na-Don über die Grenze gekommen. Russische Waffen, das war kein russischer Befehl, aber es war eine russische Waffe. Das ist nicht ein Narrativ, das ist die Realität, das ist kein Narrativ, das ist eine Tragödie, Herr Hunko. Und jetzt lassen wir den Antrag mal hinter uns und fragen uns, was geschehen muss. Und damit die Linkspartei das versteht, sage ich das in den Worten von Wladimir Lenin. Stodjelat, was ist jetzt zu tun? Erstens, Russland ist zu respektieren und ernst zu nehmen. Ich sage das ganz deutlich. Russland ist eine Weltmacht. Russland ist ein Land mit einer wunderbaren, reichen Kultur. Ein Land, mit dem wir als Deutsche historisch, politisch, wirtschaftlich eng verflochten sind. Zweitens, wir müssen die Gesprächskanäle, die es gibt, offen halten. Wir müssen nur bitte Abstand nehmen von der Fiktion, es gebe angeblich keine Gesprächskanäle. Als ob wir einen Dialog erst erfinden müssten. Es gibt Hunderte von Gesprächskanälen. Sie zu nutzen, ist unsere Aufgabe. Und den Dialog mit Russland müssen wir führen von einer festen Verankerung im Westen. Es kann keine Schaukelpolitik Deutschlands geben, mal hier, mal da, mal USA, mal Russland. Nein, wir sind Teil der Europäischen Union, der Atlantischen Wertegemeinschaft. Und von diesem Fundament aus führen wir den Dialog mit Russland. Und was ist denn das Ziel dieses Dialogs? Welchen Umgang miteinander streben wir an? Erstens, die Rückkehr zum regelbasierten Umgang. Zurück zur Charta von Paris. Wir erinnern an das Budapester Memorandum. Russland hat ja selber die territoriale Integrität der Ukraine garantiert. Zweitens, der Respekt für das Völkerrecht. Russland hat einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, muss einer der Garanten des Völkerrechts sein. Und drittens, das Ziel unseres Dialogs sollte sein am Ende, ja, dass die Sanktionen verschwinden. Sie müssen Liberale nicht davon überzeugen, dass der Austausch von Waren und Dienstleistungen im freien Handel friedensstiftend wirken kann. Natürlich wollen wir am Ende, dass die Sanktionen verschwinden. Und deswegen sind liberale Außenpolitiker immer auf Entspannung erpicht. Zwei große Außenminister, Liberale im letzten Jahrhundert, haben das demonstriert. Walter Rathenau in Rapallo 1922 und Hans-Dietrich Genscher in Helsinki 1975. Aber das war Entspannung, Herr Hunko, das war Entspannung durch den Aufbau von Regeln, an die sich dann alle gehalten haben. Was Sie wollen, ist Entspannung durch die Belohnung von Regelverstößen. Das ist genau der falsche Weg. Und es ist auch nicht der Weg, den Wladimir Putin übrigens sich vorstellt. Russland, ja, und auch die Ukraine müssen Minsk erfüllen. Richtig, schrittweise. Was Volker und Surkow besprochen haben, würden wir unterstützen, wenn es stimmt. Parallel dazu müssen wir einen Dialog mit Russland führen. Welche Regeln wünscht sich Russland denn für die Zukunft? Wie soll der Umgang ausgehen? Nehmen wir das Land ernst, müssen wir diesen Dialog führen. Und drittens, das will ich hier sagen, das ist mir wichtig, Regierungen sind das eine. Wir haben eine schwierige, angespannte Lage. Aber die Beziehungen zwischen unseren Ländern auf der menschlichen Ebene, die sollten wir weiter fordern und fördern. Und wir haben dazu in der Freien Demokratischen Partei am Montag einen umfassenden Beschluss gefasst, der heißt Recht wahren, Werte verteidigen, Dialog führen. 10 Vorschläge für die Zusammenarbeit mit Russland. Mit der Genehmigung des Hohen Hauses überreiche ich diesen Beschluss jetzt an Herrn Hunko. Herzlichen Dank. Alexander Graf Lambsdorff war das für die FDP-Fraktion. Und wenn sich jemand, ob AfD oder Linke, da eine Allianz vorgestellt hätten mit der AfD, dann ist diese Wunschvorstellung sicher jetzt begraben. Nächster Redner Jürgen Trittin, Bündnis 90 Die Grünen. Ja, prominente Unterstützer, den sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer, den thüringischen Ministerpräsidenten Ramelow, den brandenburgischen Herrn Woidke, Frau Schwesig. Ich finde, spätestens das hätte euch, liebe Genossinnen und Genossen, zu denken geben sollen, ob ihr da richtig auf dem Pfad seid.
Sicher, es gibt unsinnige Sanktionen. Eine unsinnige Sanktion ist es zum Beispiel, den russischen Parlamentariern Vorwände zu liefern, warum sie nicht mehr mit uns diskutieren müssen. Das ist Unsinn. Aber es kann doch keinen Zweifel daran geben, dass auf die Verletzung des Völkerrechts, eines Anschlages auf die Basis der Sicherheitsarchitektur Europas, Sanktionen wegen der Besetzung der Krim eine maßvolle, aber notwendige Antwort gewesen sind. Und dann will ich, Herr Hampel, wir haben ja viel in die Geschichte zurück. Ich will mal darauf hinweisen, dass die Schlussakte von Helsinki, die ist von der Sowjetunion abgeschlossen worden. Der Sowjetunion. Und da steht drinne, dass jedes Land in Europa die Freiheit hat, sein eigenes Bündnis zu wählen. Da gibt es keine Einflusssphären, sondern die Freiheit, sich selber die Bündnisse zu wählen und dass das keine Bedrohung des anderen ist. Da müssen wir hin zurückkehren. Und selbstverständlich ist der Befund richtig, dass die Sanktionen im Zusammenhang mit Minsk, was will Putin in der Ostukraine? Er will das Land stabilisieren. Er will eine Lektion erteilen. Jeder, der sein Recht auf Selbstbestimmung wahrnimmt, wird damit bedroht, es gebe keine Stabilität mehr. Er will einen Failed State. Und wenn Sie über europäische Interessen reden, es ist nicht unser Interesse, in unserer unmittelbaren Nachbarschaft einen Failed State zu haben. Und deswegen kann doch die Antwort nicht sein, weil das noch nicht gewirkt hat, gehen wir mal eben einfach zur Tagesordnung über. Wir müssen doch alles tun, damit der Zerfall der Ukraine aufgehalten wird. Und selbstverständlich trägt Russland die Hauptverantwortung, aber wir sehen auch, dass es innerhalb der Ukraine immer wieder Kräfte gibt, die lieber statt mehr für weniger Korruption, für weniger Oligarchie zu sorgen, auf einen nicht zu gewinnenden Krieg setzen. Aber was ist die Antwort der Europäer darauf? Die Antwort der Europäer ist doch, dass wir mit der Ukraine helfend, und zwar konditioniert helfen, dafür zu sorgen, dort zu einer, wie das so schön heißt, Better Governance zu kommen. Und der andere Teil dieser Strategie ist, dass wir Russland bitte schön erwarten, dass das, was sie unterschrieben haben, auch tatsächlich umsetzen. Das ist die einfache Logik. Und dann gibt es keine Sanktionen mehr. Und ich würde Ihnen eins hinzufügen. Dieses Problem werden wir nur hinbekommen, wenn wir dieses Europa zusammenhalten. Wenn wir es zulassen, dass über die Frage, wie man damit umgeht, nämlich diese Strategie von konditionierter Hilfe für die Ukraine und Sanktionen mit dem Ziel der Umsetzung des unterschriebenen Abkommens, dann fliegt uns dieses Europa um die Ohren. Und Herr Lambsdorff, ich bin nicht so ganz zuversichtlich, ob man dort von den westlichen Interessen sprechen kann. Ich sehe mit einer gewissen Sorge, dass die USA teilweise andere strategische Interessen verfolgen, als wir es dort tun, als Europäer. Ja, ich kann das belegen. Innerhalb kürzester Zeit haben die USA beschlossen, in den Konflikt rein Waffen zu liefern, was den Konflikt verlängern würde. Und parallel dazu hat man mal eben einen Tanker von der Jamal-Halbinsel mit Flüssiggas nach kurzem Umladen in London nach Boston gebracht. Die Lieferung stammt von Novatek. Novatek ist ein russisches Unternehmen, das steht auf unserer wie auf der amerikanischen Sanktionsliste. Ich finde, diese Form von America First darf nicht die Ukraine-Politik bestimmen. Und deswegen sage ich Ihnen, auch in Richtung der Linken, wir müssen dieses Europa zusammenhalten, denn alles andere wäre das Ende von Minsk. Und das Ende von Minsk wäre nicht das Ende des Krieges, sondern die Intensivierung dieses Krieges. Das kann niemand ernsthaft wollen. Ich rufe auf. Ja, meine Damen und Herren, soweit also die Rede von Jürgen Trittin hier, der sich auch ganz klar ausgesprochen hat gegen den Antrag der Linksfraktion, gleichzeitig auch mit dem einen oder anderen Mythos aufgeräumt hat, der hier im Schwange ist und war. Weiter geht es mit Mario Miruch, einem fraktionslosen Abgeordneten.
Die hier getroffenen politischen Entscheidungen, die sollen mehrere Anforderungen erfüllen, wie zum Beispiel Glaubwürdigkeit, Nachhaltigkeit, Angemessenheit. Sie sollen dabei im Innenverhältnis dem Wohle unserer Bürger dienen und im Außenverhältnis unsere Interessen sowie unsere partnerschaftlichen Vereinbarungen wahren. Ich denke, das ist bis hierhin unbestritten. Dr. Schmidt hat es vorhin eben gesagt, die Sanktionen wirken. Da hat er absolut recht. Das habe ich in meiner beruflichen Laufbahn, bis ich dieses Mandat angenommen habe, live miterleben können, wie unseren Mittelständern Märkte weggebrochen sind und wie gestandene Betriebsleiter mit Tränen in den Augen saßen und nicht mehr wussten, wie sie die Hypotheken bezahlen sollten, weil sie seit Monaten in Kurzarbeit waren. Darüber müssen wir auch nachdenken. Und wenn wir, so wie Herr Trittin gerade Helsinki angesprochen hat, darüber debattieren, dass die Ukraine möglichst unbeeinflusst bleiben soll, dann lasse ich so die Pressemeldungen der letzten Jahre an mir vorbeiziehen und komme zu dem Schluss, ja, das hat ziemlich gut nicht geklappt. Fassen wir den Status zusammen. Es ist völlig unrealistisch zu erwarten, dass diese Maßnahmen, solange wie wir sie auch aufrechterhalten, diese Krim-Frage jemals lösen werden. Denn wer hat ernsthaft geglaubt, dass Putin sich, egal was wir tun, seinen einzigen Schwarzmeerzugang nehmen lassen wird und darauf nicht reagieren wird? Völlig unrealistisch. Der wird sich auch in seinen innenpolitischen Verpflichtungen doch nicht den Ast absägen, auf dem er selber sitzt. Es stellt sich also die Frage, ob es angemessen ist, unseren Mittelstand weiterhin zu beschneiden und ihm seinen Markt zu nehmen. Es stellt sich die Frage, ob es nachhaltig ist, unseren Innovationsgeist mit der Verzahnung der russischen Bodenschätze zu unterbinden. Und wer wohl den Markt, der ja trotz dieser Sanktionen zweifellos erhalten geblieben ist, wer hat den jetzt bedient? Wer macht denn die Geschäfte und wer macht sie in Zukunft, auch in Zeiten der Globalisierung und vor allem der Digitalisierung? Wer liefert die Anlagen, die wir nicht mehr liefern, und wer liefert sie in 10, in 15 Jahren? Und es stellt sich die Frage, ob es glaubwürdig ist, was wir da tun, während Guantanamo weiterhin aktiv ist und die Rüstungsgeschäfte mit den Nahostgeschäften besser laufen als jemals zuvor. Man muss deswegen kein Putin-Versteher sein, wenn man die Folgen dieser Symbolpolitik selbst erlebt hat. Man sollte den deutschen Anlagenbauer und die Arbeitnehmer verstehen, die das alles mittragen müssen und die hier die Steuern zahlen. Wir sollten stattdessen die Idee von Kohl und Gorbatschow aufgreifen und sollten über die Idee des Europäischen Hauses nachdenken und hier vielleicht wieder eine vernünftige Gesprächsbasis suchen. Dankeschön. Die Rede von Mario Miroch, einem fraktionslosen Abgeordneten, der sich hier ebenfalls ausgesprochen hat für Gespräche mit Russland, für ein Ende dieser Sanktionen. Weiter geht es jetzt mit Volker Ulrich für die Union. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ein gutes, stabiles und partnerschaftliches Verhältnis zu Russland liegt im Interesse der deutschen Außenpolitik. Aber zur Garantie einer stabilen Sicherheitsordnung in Europa gehört auch die Anerkennung und die Geltung grundlegender Prinzipien des Völkerrechts. Und wenn ich hier im Antrag der Linken lese, das völkerrechtliche Problem der Krim gilt es zu lösen, dann ist der Begriff des Problems ziemlich beschönigend. Es geht nicht um ein Problem, wo man hin und her diskutieren kann, wie man das vielleicht im juristischen Staatsexamen lernt. Es geht darum, dass eine völkerrechtswidrige Annexion der Krim vorliegt und dass zum ersten Mal seit 1945 gewaltsam Grenzen in Europa verschoben worden sind. Dagegen wehren wir uns. Das ist ein schwerer Bruch des Völkerrechts. Und es liegt auch, meine Damen und Herren, keine Konfrontationslogik vor. Wir haben in der Ostukraine, im Donbass, einen Konflikt, der mittlerweile 10.000 Menschenleben gekostet hat. Über 1 Million Menschen sind auf der Flucht. Und die Sanktionen, die die Europäische Union vereinbart hat, sind nicht Teil des Konflikts, sondern sie sind die völkerrechtlich gebotene Antwort darauf. Weil wir müssen uns fragen, was ist das Völkerrecht noch wert, wenn wir den Bruch des Völkerrechts einfach geschehen ließen? Das Völkerrecht muss eingehalten werden, auch durch die Mittel von Sanktionen. Sanktionen, meine Damen und Herren, sind damit auch ein Mittel der Diplomatie, um unseren Standpunkt klarzumachen. Und die hypothetische Frage ist eben doch erlaubt, wie der Konflikt möglicherweise eskaliert wäre, wenn diese Sanktionen nicht verabredet worden wären.
Was wäre passiert mit weiteren Teilen des ukrainischen Territoriums, wenn hier nicht Europa mit einer Stimme gesprochen hat? Und deswegen ist es ein richtiges und gutes Zeichen auch der Handlungsfähigkeit Europas im Jahr 2014 bis 2018, dass die Europäische Union einmütig sagt, den Bruch des Völkerrechts, die Führung eines asymmetrischen Krieges, das Verschieben von Grenzen und die Gefährdung der Friedens- und Freiheitsordnung in Europa werden wir nicht akzeptieren, und wir reagieren mit Sanktionen darauf. Und meine Damen und Herren, hier spielt auch der Europarat eine zentrale Rolle. Es gibt mehrere Resolutionen des Europarats, in denen klar und deutlich gemacht worden ist, dass sowohl Beobachtermissionen, aber auch die Situation der Menschenrechte in der Ostukraine zu beachten sind. Und Teile dieser Resolutionen sind nach wie vor durch Russland nicht umgesetzt worden. Im Gegenteil, wenn wir über den Europarat, wie Sie, Herr Kollege Hunko, sprechen, dann muss man auch deutlich machen, dass zum Europarat die Europäische Menschenrechtskonvention gehört, mit der Freiheit der Rede, mit der Meinungsfreiheit. Und auch die wird im Augenblick in Russland teilweise mit den Füßen getreten. Ich erinnere nur an die Vorfälle von Nawalny. Wir fordern deutlich ein, dass zu einer Freiheitsordnung auch der Respekt der Europäischen Menschenrechtskonvention gehört. Dazu gibt es keine Alternative. Meine Damen und Herren, ich finde es bemerkenswert, dass bei der Frage der Beurteilung des Konflikts in der Ostukraine und bei der Frage der Sanktionen hier eine Übereinstimmung in vielen Punkten zwischen den Linken und der AfD existiert. Wächst ihr vielleicht zusammen, was irgendwie in dem Punkt auch zusammengehört? Wir stehen, meine Damen und Herren, wir stehen auf der Seite des Rechts und auf der Seite des Völkerrechts, auf einem guten nachbarschaftlichen Verhältnis, aber eben auch darauf, dass dieser Konflikt nur gelöst werden kann, wenn die Vereinbarungen auch umgesetzt werden. Darauf werden wir drängen. Vielen Dank. Soweit die Rede von Volker Ulrich, der ebenfalls bemerkt hat, die Nähe zwischen AfD und Linksfraktion zumindest in dieser Frage. Meine Damen und Herren, für uns ist die Übertragung für heute aus dem Deutschen Bundestag beendet. Morgen früh um 8.45 Uhr sind wir wieder für Sie da, dann mit einem Interview, mit einem Gespräch zum Thema Rüstungsexporte. Für heute geht es weiter im Studio in Bonn. Der da lautet, dass ein gutes Verhältnis